Kapitel 1 der Vorlesung Information Retrieval. Einleitung. Information Retrieval auf den Punkt gebracht. Im Information Retrieval geht es darum, für eine Frage, gestellt in Form von ein paar Stichwörtern, aus Milliarden von Dokumenten genau das Dokument hervorzuholen, das die Frage beantwortet. Und zwar auf Knopfdruck. Im World Wide Web gibt es hunderte Milliarden Dokumente. Texte, Bilder, Videos und Audiodateien in vielen Formaten. Es gibt kaum ein Thema, zu dem nichts im Web steht. Inzwischen reflektiert das Web einen Großteil des täglichen Lebens der Menschen. Zumindest derer, die Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss haben. Das Web stellt die umfassendste Wissenssammlung dar, die die Menschheit bislang erschaffen hat. Und über das Web hinaus, in privaten Einrichtungen aller Art, gibt es ein Vielfaches der Größe des Webs an digitalen Dokumenten. Diese Masse an Dokumenten birgt großes Potenzial, wissensintensive Probleme zu lösen, sowie dem grenzüberschreitenden sozialen und kulturellen Austausch zu dienen. Aber das Web ist dezentral organisiert und die Dokumente liegen verstreut über Millionen von Servern des Internets. Aus dieser unübersichtlichen Menge an Daten genau die Informationen zu ziehen, die man gerade braucht, gleicht der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Anbieter der heutigen kommerziellen Suchmaschinen haben dieses Potenzial früh erkannt und auf Basis von Jahrzehnten vorangegangener Forschung leistungsfähige Suchmaschinen entwickelt. Die Suche im Web steht heute im Zentrum der Wissensgesellschaft. Nehmen Sie als einfaches Beispiel die Frage: Wie kann man testen, ob ein Computer intelligent ist? Ein Dokument, das sich mit dieser Frage befasst, wird voraussichtlich die Wörter Computer, Intelligenz und Test enthalten. Danach können wir mal schnell suchen. Das zuoberst genannte Dokument dreht sich um den sogenannten Turing-Test. Und tatsächlich, wenn Sie es sich genauer anschauen, erklärt das Dokument einen Test, der von Alan Turing schon 1950 vorgeschlagen wurde, um festzustellen, ob ein Computer dasselbe Denkvermögen hat wie ein Mensch. Gemäß der Testbedingungen ist das genau dann der Fall, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, einen Computer anhand seiner Antworten in einem Gespräch von einem anderen Menschen zu unterscheiden. Aber es gibt nicht nur das eine Dokument, sondern offenbar viele, die sich irgendwie mit dieser Frage auseinandersetzen. Anhand der geringen Liste von Suchergebnissen können wir genauer recherchieren, was es mit dem Turing-Test sowie anderen Ansätzen, die Intelligenz eines Computers festzustellen, auf sich hat. Im Vergleich zur Gesamtmenge aller Dokumente, die im Web verfügbar sind, befasst sich nur ein Bruchteil davon mit der Frage nach der Intelligenz von Computern. Es besteht also eine große Unausgeglichenheit zwischen dem Umfang der Menge relevanter Dokumente im Vergleich zu allen anderen. Die Suchmaschine soll uns aber nur die relevanten Dokumente liefern, und zwar absteigend sortiert nach ihrem Vermögen, unsere Frage zu beantworten. Beachten Sie, dass die drei Wörter, die wir eingegeben haben, nicht eindeutig sind. Jemand anderes, der sich fragt, wie kann man mit dem Computer Intelligenz testen, darf auch annehmen, dass relevante Dokumente die drei Wörter Computer, Intelligenz und Test enthalten, bekommt dafür aber dann keine zufriedenstellende Antwort von der Suchmaschine geliefert. Es genügt schon eine kleine Änderung der Suchanfrage, um das Suchergebnis dramatisch zu verändern und eine Mischung aus Ergebnissen zu bekommen, die beide Fragen beantworten. Versuchen Sie es mal. Aus Sicht der Informatik können wir nun etwas genauer erfassen, worum es beim Information Retrieval geht. Für ein paar Stichwörter, die eine unbekannte Frage des Nutzers repräsentieren, sollen aus allen bekannten Dokumenten diejenigen hervorgeholt werden, die am wahrscheinlichsten die Frage des Nutzers beantworten und in absteigender Reihenfolge ihres Vermögens die unbekannte Frage des Nutzers zu beantworten ausgegeben werden. Und das auf Knopfdruck. Annahmen, die wir hier treffen dürfen, sind: Nutzer wählen Stichwörter, von denen sie glauben, dass sie in relevanten Dokumenten vorkommen müssten, und Autoren verwenden sachgemäße Wörter, die zum Thema der Fragen passen, die sie in ihren Dokumenten beantworten. Die technologischen Möglichkeiten schreiten rapide voran. In den letzten Jahren haben Computer deutlich stärkere Fähigkeiten erworben, ausformulierte Fragen zu verarbeiten.
Sofern die Nutzer sich überzeugen lassen, ihre Fragen in Zukunft auszuformulieren, werden Suchmaschinen in Zukunft in der Lage sein, besser einzuschätzen, welche Dokumente tatsächlich die konkrete Frage des Nutzers beantworten. Aus Nutzersicht ist es dennoch in vielen Situationen leichter, ein paar Stichwörter einzutippen. Suchmaschinen sind etwas Selbstverständliches geworden. Jeder von uns benutzt sie Tag für Tag, dutzende Male in allen denkbaren Situationen, ohne groß darüber nachzudenken. Teilweise schon von Kindesbeinen an. Viele von uns sind es gewohnt, das Wissen der Welt auf Knopfdruck zur Verfügung zu haben, um unsere alltäglichen Fragen zu beantworten. Eine Gesellschaft wie vor nur rund 30 Jahren, in der die Beschaffung von Informationen mit vergleichsweise großen Hürden verbunden war, ist heute nicht mehr denkbar. Es ist daher wichtig zu verstehen, wie die zugrunde liegende Technologie, die im Zentrum unserer Gesellschaft steht, funktioniert, was sie zu leisten imstande ist und was ihre Grenzen sind. Die Vorlesung Information Retrieval soll Ihnen die nötigen Grundlagen vermitteln, um verantwortlich mit dieser Technologie umzugehen.